Wir bzw. Us von Jordan Peele ist meiner Meinung nach ein verdammtes Meisterwerk. What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm. There you go. There you go. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? If you want to get crazy, we can get crazy. Es ist schon extrem lange her, dass ein Film in mir dieses Gefühl ausgelöst hat, dass ich nach dem Film erstmal sitzen bleiben muss, um das Ganze zu verarbeiten. Wir oder Us, egal wie ihr ihn nennen wollt, von Jordan Peele, hat genau dieses Gefühl in mir ausgelöst. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video nicht geskriptet habe. Skripten bedeutet für mich unglaublich analytisch sein und genau zu überlegen, was ich wie sagen möchte, um meinen Punkt rüberzukriegen. Aber bei diesem Film geht es für mich in erster Linie um Gefühle und das kann ich einfach nicht für mich skripten. Ich hoffe deswegen auch, dass es für euch okay ist, dass dieses Video mal ein bisschen anders ist. Oh Gott, wo fange ich überhaupt an? Also, Wir ist ein unglaublich intensiver Thriller-Horrorfilm. Ich weiß gar nicht, es gibt sicher Experten, die sagen, das ist kein richtiger Horrorfilm und es ist vielleicht auch kein richtiger Thriller-Film. Aber für mich hatte ich genau diese Anspannungen, die ich sonst nur bei einem sehr, sehr guten Thriller-Film habe und teilweise sogar richtige Angstzustände, die ich sonst nur bei sehr intelligent geschriebenen Horrorfilmen bekomme. Die Story ist schwierig zu erklären, ohne etwas vorwegzunehmen, aber rein theoretisch geht es um eine Familie, die ihr Sommerhaus besucht und dort auf einmal von einer anderen Familie angegriffen wird, die seltsamerweise genauso aussehen wie sie selbst. Allein das ist schon gruselig genug, dass man sich selbst gegenübersteht und man selbst ist praktisch der größte Feind. Aber hinzu kommen noch so viele Elemente, wie zum Beispiel, dass die Figuren, also die Klonfiguren, eher wie Tiere gespielt sind und deswegen schon sehr fremdartig wirken. Be careful. Lupita Nyong'o, bitte schlachtet mich nicht ab, wenn ich jetzt irgendwie den Namen falsch sage, hat schon in mehreren Interviews erwähnt, dass sie sich extra für diese Rolle eine eigene Sprechweise antrainiert hat, die unter anderem bei Menschen vorkommen kann, die extrem lange nichts gesagt haben und außerdem noch andere psychische Krankheiten besitzen. Das ist aber nicht die einzige Detailverliebtheit, die die Schauspieler mitbringen. Schließlich muss jeder Schauspieler irgendwie zwei Rollen spielen. Die normale Rolle und, naja, die Klontierrolle. Sondern es gibt auch ganz viele unterschiedliche Lesarten, wie man diesen Film verstehen kann. Und ich verspreche euch, wenn ihr das erste Mal im Kino seid, werdet ihr nicht sofort alles mitbekommen. Ein paar Freunde von mir und ich selbst waren Stunden nach dem Film noch damit beschäftigt, einzelne Details rauszupicken, an die wir uns erinnern konnten und genauer zu recherchieren, was das bedeuten könnte. Und es macht alles Sinn, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Ich freue mich ehrlich gesagt, ein zweites, drittes oder vielleicht sogar viertes Mal ins Kino zu gehen und noch mehr Dinge zu entdecken, weil der Film bietet einfach so viel. Und das Fantastische ist, dass dieser Film nicht nur auf dieser super intelligenten Deutungsebene funktioniert, sondern einfach auch sehr unterhaltend ist, dadurch, dass er halt ganz genau weiß, wann er Gags wie bringen muss und dass diese Gags auch in solchen Stresssituationen durchaus ihren Sinn haben. Jordan Peele hat einfach ein solches Meisterwerk mit diesem Film hingelegt und ich kann einfach nicht drauf klarkommen. Ich mochte schon Get Out extrem gerne, weil er einfach mit positivem Rassismus gespielt hat und dann noch diese Sci-Fi-Horror-Elemente drin hatte. Aber das, was Wir auf die Kinoleinwand bringt, ist meiner Meinung nach so auf einem anderen Level, dass ich die beiden gar nicht miteinander vergleichen kann. Es ist weird, das jetzt schon zu sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Wir jetzt schon mein Lieblingsfilm 2019 wird. Nicht nur, weil er schauspielerisch überzeugend war und weil es fantastisch ausgeleuchtet war und weil es fantastisch geschnitten war und weil der Soundtrack super ist und alles drum und dran, sondern einfach, weil er etwas zurückgebracht hat, was ich schon sehr, sehr lange im Horrorgenre vermisst habe. Der Film weiß einfach ganz genau, wie er Jumpscares einsetzen soll. Es gibt nicht alle 5 oder 10 Minuten irgendeinen random Jumpscare, damit die Leute kurz im Kino aufschrecken und das war's dann. Der Film breitet sich ganz langsam aus, weiß ganz genau, wann die stillen Momente auch wirklich still sein sollen und wann es einfach mal reicht, nur eine Kamerafahrt nach oben zu haben, um einen wirklichen Horroreffekt zu erzielen. Ich bin mittlerweile so an Jumpscares gewöhnt, dass es für mich echt anstrengend war, im Kino zu sitzen und die stillen und ruhigen Momente überhaupt auszuhalten.
Und das wirklich Krasse ist, dass der Film noch nicht mal extreme Gore-Szenen besitzt. Er weiß ganz genau, was er uns zeigen muss und wann praktisch das Kopfkino schrecklicher sein kann als das, was wir auf der Leinwand sehen. Bei vielen Horrorfilmen artet sowas in der Richtung aus, dass man sich denkt, okay, die wollten einen PG-13-Film machen und deswegen zeigen sie die blutigen Szenen nicht. Aber hier funktioniert das Ganze. Ein Kritikpunkt, den ich immer wieder gehört habe, war, dass der Twist einfach zu vorhersehbar war. Aber mal ganz ehrlich, Leute, nur weil ein Twist vorhersehbar ist, heißt es noch lange nicht, dass es ein schlechter Twist ist. Ein Film kann euch immer mal wieder kleine Hinweise geben, die euch praktisch schon vorher sagen, worauf das Ganze hinausläuft. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass das ein schlechter Twist ist. Ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich einen Twist gar nicht kommen sehe, weil es einfach gar keine Hinweise im Film selbst gab, dann ist das für mich ein schlechter Twist. Nur weil ich einen Twist nicht vorhersehen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass der Twist gut ist. Aber ehrlich gesagt ist das auch eine ziemliche Gratwanderung und was einen Twist gut macht oder was einen Twist schlecht macht, das muss natürlich auch am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Mich persönlich hat der Film mit einem unguten Gefühl zurückgelassen, aber auf eine positive Art und Weise. Ich weiß, das klingt super verwirrend, aber schließlich war das das Ziel des Films. Also von daher würde ich sagen, Mission accomplished, 10 von 10 Punkten, auch wenn ich keine Punkte vergebe. Also ja, ganz klar, ein Daumen nach oben. Falls ihr dieses Jahr noch einen Horrorfilm sehen wollt, sorgt dafür, dass es Wir von Jordan Peele ist, eine absolute Empfehlung von mir. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, falls ihr den Film schon gesehen habt, wie ihr den Film gefunden habt. Vielleicht fandet ihr ihn noch nicht so gut wie ich, das kann gut sein. Aber trotzdem, es ist jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.